Weiter geht es mit Warsong. Wir sind nach der letzten Mission, die relativ leicht war, in eine ganz düstere Situation gestolpert. Am Ende des letzten Rundenwechsels. Ein junger Mann hat sich die Kehle aufgeschnitten. Er war selbstmordgefährdet. Und wir haben ihm irgendwie keinen Weg finden können, der uns klug erschien und der ihn irgendwie am Leben gelassen hätte. Ich frage mich aber rückblickend, ob wir überhaupt irgendwas hätten machen können, was ihn am Leben erhalten hätte und für uns auch kein Risiko bedeutet hätte. Ich weiß es nicht. Unseren Leuten geht es teilweise wieder richtig gut. Einer von unseren vier Helden in der Heldentruppe, der ist noch verwundet. Das ist nämlich auch nur noch schwach. Das ist hier Kajimiesh. Empfehlen. Nein, er ist auch wieder vollständig an Trefferpunkte. Alle. Alle haben wieder alle Lebenspunkte. Alle. Großartig. Hier wurde eigentlich angezeigt, es hätte noch eine Runde länger gedauert, es war wieder voll. Vielleicht war das ja so ein Rundungsproblem, dass angezeigt wurde, ein bis zwei Runden, dass wir jetzt bei 69,6 Lebenspunkten sind und das sind 70 angezeigt werden, wer weiß. Wir können eigentlich alles so lassen, wie es eben war. Wir haben uns eben alles angeschaut. Eine Sache müssen wir uns noch angucken, nämlich die Erfahrung. Wir haben einen weiteren Orden bekommen, einen Auszeichnungs-, ein Anerkennungsschreiben und können damit einen unserer Leute aufleveln oder uns sagen, dass wir unsere Sanitäterin noch fitter machen. Mal gucken, was die nächsten Boni wären. Das ist eine aktive Fähigkeit. Aktualisiere die Dauer aller positiven Effekte. Aktualisiere die Dauer aller positiven Effekte. Das ist nicht so präzise, als wenn ein Effekt zum Beispiel mit 3 Ticks gestartet hat und er hat jetzt nur noch einen Tick übrig. Geht das dann wieder auf 3 hoch? Also wenn 0 sind, ist er nicht mehr da. Wenn er 2 ist, ging er auf 3 hoch, dann würden wir aber auch nicht so... Das könnte es sein, oder? Also Sachen wie beim Gegner verbrennen oder bluten auswirken, aber es ist ein bisschen Spekulatius. Was ist das hier? Präventivbehandlung, dem nächsten negativen Effekt wird widerstanden. Das finde ich auch nicht so dünn. Das finde ich beides nicht so wertvoll, dass man dafür volle 3 Punkte, 3 Anerkennungsschreiben aufspart. Wir gucken lieber bei den anderen, was wir da Schönes finden können. Also. Finde ich alles uninteressant. Das hatten wir uns zuletzt auch schon angeguckt, deshalb gehe ich das nicht mehr so einzeln durch. Erhöht den Schaden an Fronteinheiten oder erhöht die Ausweichchance. Passive Fähigkeit Gelassenheit. Er erhöht seine eigene Ausweichchance mit jedem Treffer, den er erleidet, um 15%. Wenn er wieder schießt, wird der Bonus zurückgesetzt. Das heißt, wenn er mal... Aber ich glaube, wir hatten zuletzt schon alle Fähigkeiten aus dem ersten Bereich angeschaut, bei allen dreien, und fanden die nicht so cool. Wisst ihr, was wir machen? Wir gucken mal in die Erfahrungsstufe 2 rein, ob wir da bei einem dieser 3 Einheiten was finden, wo wir sagen, das ist so wertvoll, da sparen wir in diese Runde hin. Da wollen wir hin. Was bringt das zum Beispiel? Vergeltung. Das wäre zum Beispiel ganz gut. Es zielt auf sich selber. 3 Ausdauerpunkte werden verbraucht und dann feuert er auf feindliche Infanterieeinheiten, wenn diese ihn oder einen seiner Freunde nebenan angreifen. Und dann feuert er automatisch. Aber wie lange gilt das? Einmal, oder? Ah, jetzt verstehe ich. Man feuert auf den Feind die Vergeltung ab. Das zielt auf den Feind. Die 4 grünen Reihen heißt, man zielt auf den Feind. Ja, ist ein bisschen schwer, weil 3 Ausdauer ist ein unheimlich hoher Preis. Ich verstehe den Text nicht zu 100%, was das jetzt ganz exakt bedeutet. Also, wie viele Ticks gilt das? Gilt es für einen Tick, gilt es für mehrere? Es scheint nur für einen Tick zu gelten. Und, ich weiß nicht, also das ist mir nicht klar genug, ich will nicht rumraten. Schlag um Schlag funktioniert nach demselben oder nach dem gleichen Prinzip. Nur für andere Feinde, dafür gepanzerte oder schwere Waffen. Wir schauen uns mal die anderen an. Was bringt Kajimiesh hier in der 2. Stufe? Macht sie dem Erdboden gleich? Das ist einfach nur ein Schuss mit wenig Munition, der gut trifft. Und was ist das hier? Gewehrgranate? 2 Ausdauer ist viel. Auch nur in einer Gebiet.
Auch nicht so zwingend etwas, was man braucht. Sehr hoher Schaden, 21 bis 7, sehr hohe kritische Trefferchance, Durchschlagskraft, 40%, das ist heftig, da wird Deckung stark ignoriert. Das ist natürlich schon eher ein Argument, das könnte man sich überlegen. Wir schauen mal bei ihm hier, bei Marian, dem Mechaniker, in die Stufe 2 rein. Geräuschmacher, Unterdrück, leichter Schaden beim Feind und Unterdrückung, dass der nicht agieren kann. Das ist interessant, das finde ich gut. Vor allem, er verbraucht sehr wenig Munition, nur 6 Kleinkaliber. Aber er muss ganz vorne stehen. Er muss immer in der ersten Reihe stehen. Und da muss er auch in der ersten Reihe stehen. Glückssträhne. Oh, Verbrennen und Verbrennungschance, sehr hoch. Wow, aber 2 für Ausdauer verbraucht man dafür. Aber heftige Munition, 3 schwere Waffen. Das wäre cool, das könnte man, da könnte man natürlich hinsparen. Das könnte man machen. Mal gucken, was der Chat sagt. Alexander meint, alle Fähigkeiten gewöhnungsbedürftig, man muss sie erstmal kennenlernen. Die Frage ist, steht er überhaupt immer ganz vorne? Wie haben wir ihn im Augenblick eingeteilt? Haben wir ihn so eingeteilt, dass er in der ersten Reihe steht? Nein. Doch, ja, wie man es nimmt. Wir haben ihn so eingestellt, dass er in einer der beiden ersten Reihen steht, doch. Das ist die einzige Ausnahme hier. Das Räumen, das könnten wir dann wegmachen. Und dann könnten wir das machen. Dann könnten wir in die Richtung gehen. Dann könnten wir ihm nachher die Glückssträhne oder den Geräuschmacher geben. Und beides ist schon sehr cool. Also diese Verbrennungsgeschichte ist sehr cool. Der Schaden ist massiv. Wir sparen mal. Wir sparen bei Marian, dem Mechaniker, in die Stufe 2. Das heißt, nach der nächsten Mission, wenn sie erfolgreich war, haben wir dann 2 Anerkennungen schreiben und können dann eine dieser beiden coolen Fähigkeiten uns holen. Wir gehen wieder raus, haben alles, wie es ist. Das stimmt nicht ganz. Du musst ja ihm zuerst den Neuling geben. Oh, du hast völlig recht. Wir brauchen 3 Anerkennungen schreiben. Eine für die Stufe, 2 für die. 3. Du hast völlig recht. Und er bekommt so lange diese Fähigkeiten, die wir alle... super spannend fanden alle super spannend, also wenig spannend. Auf jeden Fall in die Richtung sparen wir. Wir gehen wieder raus, aber hast völlig recht, danke für den Hinweis. Und wir starten die nächste Mission. Jetzt schauen wir, welche Exkursionen uns angeboten werden und es sind gleich 2. Wir haben noch kaum noch, wir schauen erstmal, ob wir was reparieren können. Moment mal. Bei der Marketenderin reparieren. Ja, das Maschinengewehr reparieren. Reparieren wir. Und bekommen... irgendetwas. Und zwar, das hier ist neu. Ein Bar-Maschinengewehr. Mal gucken, wer es gebrauchen kann. Da ist es. Bar WZ 1928. Niedermähen und Ansturm. Das könnten wir austauschen gegen die DP 27. Das heißt, wir könnten uns überlegen, er ist, glaube ich, der Einzige, der das verwenden kann. Ja, das heißt, wir müssen uns bei ihm überlegen, wollen wir bei den beiden... da scheint das bessere Gewehr zu sein. Präziser, höhere kritische Trefferwahrscheinlichkeit und höherer Grundschaden. Wir müssen uns nur überlegen, ob wir Ansturm lieber haben wollen als vollautomatisch. Vollautomatisch, Gebiet, haben wir das so oft benutzt? Haben wir meistens nicht benutzt. Wir haben meistens Niedermähen benutzt. Wir haben meistens Niedermähen mit ihm benutzt. Und Ansturm, auch ein Gebietsschaden. Und verursacht Unterdrückung. Das ist die bessere Waffe. Ausgetauscht. Jetzt sind wir langsam im Bereich, wo wir kaum noch Vorräte haben und demnächst mal Waffen verkaufen müssen. Wir lassen es noch sein. Wir schauen bei der Ausstattung, ob wir an Munition alles haben, was wir brauchen. Wir haben reichlich Kleinkalibermunition, reichlich Großkaliber, wir haben schwere Munition, wir haben Verbände in rauen Massen, Leuchtfackeln und Kompass noch genug. Alles gut. Alles bestens. Wir gehen in seine Fähigkeiten rein. Und jetzt müssten wir... jetzt müsste das Niedermähen ist drin... Unterdrückung und Niedermähen.
ist die Unterdrückung. Die müssen wir noch hochziehen. Wir tauschen das aus gegen... Wir könnten es sogar gegen die Finte austauschen. Denn die Finte bringt Unterdrückung als einzigen Effekt. Und der Ansturm bringt das als Zusatzeffekt. Hier treffen wir sogar zwei Leute in einer zweier Reihe und alle Feinde im ersten oder zweiten Gebiet. Und da können wir alle überall treffen. Das ist das Einzige, wo man sich überlegen könnte, dass die Unterdrückung besser ist, weil wir dann immer alle treffen können. Hier können wir nur die Leute treffen, die weiter vorne stehen. Die Verbrennungschance, das ist super cool, das haben wir ganz oft benutzt. Wollen wir eins von den beiden weglassen. Das trifft in allen Gebieten, das trifft auch in allen. Das ist super gut. Ziel erfasst können wir wegnehmen. Nee, das umgeht die Deckung. Wir machen mal ein Risiko. Wir tauschen die beiden mal aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es gut ist, aber wir machen das mal. So haben wir es jetzt. Dann gehen wir wieder hier rein. Und bei den Exkursionen 6 Moral in Orota oder in Prag 14. Prag ging es, glaube ich, richtig mies. Prag hat nur 68. Orota 82. Aber für die Mission in Prag brauchen wir 210 Vorräte. Das heißt, wir müssen beginnen zu verkaufen. Dann können wir Prag verstärken. Moment, ich nehme mal kurz einen Bonbon. Okay. Also, wir verkaufen. Wir müssen mindestens für 127 was verkaufen. Wir hatten eben ja eine Waffe weggenommen. Was war das nochmal? Wir hatten, glaube ich, die... MP40 weggenommen, ne? Ne, die DP27 hatten wir eben weggenommen. Prag, 210 Vorräte rausgehauen, 14 Moral mehr dort. Wow. Jetzt sind wir in Prag wieder bei 82. Wir könnten sogar überlegen, 6 Moral in Hochota, 90. Könnten wir auch machen. Dafür müssten wir noch eine Waffe verkaufen. Das Problem beim Waffenverkauf ist, alle anderen Waffen, die wir haben, wir können nicht ausprobieren, wie gut die sind, weil wir haben nur solche Einheitentypen im Einsatz, die diese Waffe nicht benutzen können. Es sei denn, bei ihr war das vielleicht noch anders. Genau, sie könnte auch den Webley und Scott nehmen. Wir hatten uns aber gegen den Webley und Scott entschieden. Dann verkaufen wir den. Nur noch 58 Vorräte. Das ist echt auf Kante genäht, aber das sieht alles wieder gut aus hier. Starten die nächste Mission. Was bekommen wir zur Auswahl? Oh, verhindere feindlichen Mörserbeschuss auf Stellung des Aufstandes. Das heißt, wir müssen 2 Mörserstellungen aufmischen. 2 klingt nach wenig, aber Mörserstellungen, ouch. Was sind die Alternativen? Sichere das Gebiet. Das heißt vermutlich 4 Stellungen aufmischen, ne? 4 Kämpfe. Vermute ich. Ich weiß es nicht. Sammle Vorräte. Machen wir. Wir sammeln Vorräte aus Verstecken der ganzen Stadt. Danach schwimmen wir in Vorräten. Machen wir. Und es ist auch in Sachen Zermürbung das Klügste, weil hier ist ein Zermürbungspunkt in Jolly Bosch. Hier sind 0. Und hier sind auch 0. Das heißt, wir haben jetzt sogar den Bezirk, wo es am ehesten nahe liegt, dass man die Zermürbung nicht steigen lässt. Die Pistole bekämen wir, das ist jetzt nicht so wertvoll im Verkauf.
Aber das ist, glaube ich, am klügsten. Wir machen das hier. So, Veronika bleibt zu Hause. Wen setzen wir wo ein? Jadwiga kommt wieder nach vorne. Jadwiga konnte ganz nach hinten. Wir haben die, ja genau, wir haben die Aktivitäten ausgetauscht. Jadwiga könnte erste Reihe oder zweite, also dritte oder vierte eingesetzt werden. Kazimierz, nee, zuerst Marian, der muss nach vorne. Genau, erste Reihe oder zweite. Guten Abend an den lieben Mörp, der uns gerade geradet hat. Hallo Mörp. 45 Leuten. Das war sehr lieb. Ganz liebe Grüße an dich für alle, die neu dazugekommen seid. Das Wichtigste von weg, ihr habt einen echt super netten und fähigen und sehr sympathischen, grundsympathischen Let's Player und Streamer, dem ihr da folgt, den Mr. Mörp. Ganz liebe Grüße an ihn und gut, dass ihr bei ihm immer unterwegs seid in den Streams. Das ist wirklich ein ganz, ganz netter. Und dann herzlich willkommen hier. Wir spielen eine ganz schwere Kost für euch. Wir spielen Warsong, ein Rundentaktik-Rollenspiel, spielt in der Zeit des Warschauer Aufstandes. 1944, ein schweres Stück Zeitgeschichte, vor 3 Tagen erschienen. Wir bereiten gerade eine Mission vor mit dem polnischen Widerstand gegen die deutschen Besatzer in Warschau. Jadwiga nehmen wir, ist ein bisschen so ähnlich wie Darkest Dungeon. Genau. Marian, wohin? Erste Reihe oder zweite? Geht beides? Das ist die Frage, ob wir das Dinger oder Räumen wichtiger finden. Heftig, die beiden passen ja gar nicht zusammen. Also ich finde, wichtiger ist vermutlich das Räumen. Deckung umgehen, massiver Schaden. Das heißt, ich setze ihn mal hier ein. Dann haben wir noch Veronika. Die bleibt weg. Krzysztof bleibt weiter hinten, ne? Zieler fast. Genau, eine der beiden hinteren Reihen. Und Kazimierz. Auf jeden Fall auch hinten. Dann machen wir das so. Jadwiga war ja die, die alle boostet, die neben ihr sind. Das heißt, ich weiß, Moment mal. Sie kann bis zu 3 Leute boosten. Da müsste aber einer weiter vorne stehen. Wenn Marian hier steht und Jadwiga hier, dann könnte sie ja die 3 stützen. Ich mach's mal und dann gucken wir uns das mal an. Also Jadwiga wäre hier, Marian hier, Kazimierz hier und Krzysztof hier. Weil Jadwiga hat ja mittlerweile, schaut mal, diese Eigenschaft hier. Immer wenn der Sanitäter oder ein benachbarter Verbündeter Ziel einer feindlichen Fähigkeit wird, wird er geheilt. Und wenn wir sie hier hinstellen, dann ist es egal, wer angegriffen wird. Wenn einer von denen Schaden erleidet, bekommt er oder sie sofort Lebenspunkte wiederhergestellt. Nicht in der vollen Höhe, aber schon ordentlich. Das ist jetzt für unsere Leute nicht die optimale Stelle, weil ihr seht das selber, Marian, die Eigenschaft, die wir wichtiger fanden, die wirkt hier nicht, die wirkt weiter hinten, aber das ist so zentral. Genauso machen wir das jetzt. So lassen wir es auch. Wäre es, wenn du Krzysztof und Kazimierz vertauscht? Weil? Weil dann hätten sie rein von der Positionierung her etwas schön. Du hast meine, von den Fähigkeiten her. Ja, also Kazimierz könnte mit einer Fähigkeit auch weiter vorne stehen. Krzysztof dagegen nicht. Insofern ist das ein ganz guter Hinweis. So, machen wir so. Dann schmeißen wir die Großkalibermunition. Viel zu viel. Was machen wir denn mit dem ganzen Zeugs? So, 100 reicht. 150 Kleinkaliber verbrauchen wir nie und nimmer. So, rennen damit. Die Schwere nehmen wir dagegen lieber mit. Dann nehmen wir noch mit. Wir müssen 2 Mörserstellungen aushauen. Wir nehmen mal den Kompass mit. Und ich gehe mal auf Nummer sicher. Und wir nehmen mal. Nee, also die Verbände. Ich denke mal, mit Jadwiga kriegen wir das hin. Und die kann nur notfalls heilen. Das sollte eigentlich reichen. So machen wir das, auf geht's.
Toi, 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 dass wir alles richtig gemacht haben. So. 5 Vorräte aus Verstecken sammeln. Oh, das mit den Mörserstellungen habe ich durcheinander geworfen. Wir müssen Vorräte sammeln. Naja. Also, hier ist ein Ereignis. Welches denn? Irgendetwas Seltsames geht in diesem Teil der Stadt. Vorsicht. Vorsicht. Sollen wir die Sache untersuchen? Wenn der Himmel zersplittert, ein schrilles, düsteres Geräusch durchschneidet die Luft. Ein Vorbote eines herannahenden Artilleriegeschosses direkt vor deinen Augen schlägt das Geschoss in einem nahegelegenen Hochhaus ein. Beim Anschlag wurden riesige Trümmer in die Luft geschleudert, die jetzt auf die Straßen herabregnen und damit leider auch auf dich und deine Gruppe. Davonlaufender Deckung suchen? Weitergehen, sprinten, wenn es sein muss. Wo haben wir denn höhere Werte? Wir haben sehr hohe Ausdauerwerte hier. Und etwas geringere Intuitionswerte. Das hilft eher. Ja. Trotz der herabregnenden Trümmer folgst du deinem Späher. Ein massiver Stahlträger trifft deinen Gruppenkameraden an der Schulter. Glücklicherweise scheint sie sich trotz ihrer Schmerzen aber nicht dadurch aufhalten zu lassen. Und letzten Endes entkommen alle in einem Stück aus dem Gebiet. Jadwiga hat einen Gesundheitsschaden. Schon wieder Jadwiga, Mist. Ja, machen wir weiter. Ja, das hat uns gar nichts gebracht. Wo sind sie? Das Erste, was wir machen, wir schmeißen mal einen Kompass an. Denn den brauchen wir bei 5 Vorräten, die wir einsammeln müssen, auf jeden Fall. Wir sind im Süden und bleiben mal im Süden. Hier wird uns was angezeigt. Mal gucken, was hier ist. Ah, wir haben Glück. Eine Vorratskiste. Wow. Den Kompass, den wir gerade ausgegeben haben. Schwere Munition, Leuchtfackeln, Groß- und Kleinkalibermunition. Das nächste Ziel wird uns auch schon angezeigt. Ja, wir haben Glück. Wir haben den Leichnam eines Aufstandsmitgliedes entdeckt. Seine Ausrüstung sollte nicht verschwendet werden. Wir nehmen alles mit. Oh, ein beschädigtes Gewehr. Das können wir, wenn wir das reparieren, da können wir richtig was für bekommen. Sehr gut. Klasse. Wohin jetzt? Uns wird kein weiteres Ziel angezeigt. 2 haben wir gefunden. Wo sind die 3 anderen? Die können überall sein. Überall. Wir laufen hier unten mal ein bisschen lang. Weil das geht am schnellsten, weil wir können überall so frei durchlaufen. Wir müssen uns hier nicht in Schlangenlinien hier durchlaufen. Wir bleiben mal hier. Es wurde nicht eben auch angezeigt, hier in dem Gebiet, dass irgendwas hier unten noch ist? Ich glaube ja, ne? Hier scheint nichts mehr zu sein. Da war's. Da wird uns was angezeigt, direkt. Aber was könnte es sein? Wenn wir Pech haben, auch nur eine Stellung der Deutschen. 2 Ziele. 1 weiter oben, 1 weiter rechts. Nein! Oh, was sind das für ein Brocken? 4 Kämpfer gleich. Das ist ein Hundeführer. Das ist nicht 5! 5 Feinde! Nicht 4, die haben sogar mehr als wir. Das ist ein Hundeführer mit seinem Hund. Das hier ist ein Flammenwerfer, glaube ich, ne? Ein Brennkommando. Und dann haben wir hier noch einen Grenadier und einen Schützen. Mann. Und wir haben keine Barrikade vor uns. Die stehen alle auf der falschen Seite. Die einzige Barrikade ist unten statt oben. Das wird heftig. Und wir stehen auch wie in einer Linie hintereinander. Es kann also auch sein, dass der Feind vielleicht eher einen Linienschaden bei uns hat. Wir wenigstens eine Barrikade vor uns hätten. Und wir können auch keine Barrikade erzeugen. Wir könnten mit allen Einheiten eins nach hinten springen.
könnten sagen, wir verbarrikadieren uns hier. Aber wir haben ja sie in der Mitte. Sie heilt alle. Wir beginnen mal mit Marian. Marian hat den Schildbrecher und kann die beiden Ersten. Immerhin haben die auch keine Deckung. Die haben nirgendwo Deckung. Mit dem Schildbrecher massiven Schaden machen. 2 Ausdauerpunkte verbrauchen. Wie wäre das denn hier? In den hinteren Breit. Er kann hier die 2 kann er erreichen. Oh, sehr geringe Präzision, weil das keine schwer gepanzerten sind. Das macht keinen Sinn. Die Stinger, damit trifft er nur einen. Versengen. Das wäre auch nicht so viel. Wir checken erstmal die anderen. Er kann die verbotene Munition verwenden. Für sich und für die Kollegin nebenan. Hat er einen Flächenschaden danach? Niedermähen. Oh ja. Oh ja. Nur ein Ausdauerpunkt. Dann hätten wir noch einen Flankierungsangriff hier. Auf alle 3. Das machen wir. Und vorher gehen wir ihm noch versengen. Das heißt, er gibt sich selber die verbotene Munition. Jetzt schießt der Feind. Schießt nicht. Er schnappt zu mit dem Schäferhund. Oh, er ist ein Feld zurück. Das ist doof. Er sollte ein Feld nach vorne, weil er sonst nicht geheilt wird von ihr. Aber das ist jetzt echt blöd. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Ziehen wir mit ihm ein Feld vor? Oder sagen wir gehen... Weil das können wir machen. Wir können ein Feld vorziehen mit ihm. Aber auch dafür verbraucht er einen Aktionspunkt. Und was wollten wir machen? Das Niedermähen wollten wir machen. Verbraucht eine Aktion. Und er hat ja jetzt hier das hier. Blutungschance. 2 Ticks bleiben übrig. Wenn wir ein Feld mit ihm vorziehen, damit er neben Jadwiga steht und passiv geheilt wird, verbrauchen wir einen seiner Ticks. Das wäre auch eine Schande. Wir gehen mal ein Risiko ein. Wir gehen auf Niedermähen. Schaut mal auf die Präzisionswerte. Der Schäferhund bekommt wenig. Die mit den wenigen Trefferpunkten will ich als erstes wegräumen, weil je weniger, weil die sind schneller zu killen. Und mit jedem toten Feind verliert die Feindgruppe ja auch einen Aktivierungspunkt. Kann also eine Aktion weniger durchführen pro Runde. Wir greifen den Schäferhund an. Tut mir leid, das ist ein böser Schäferhund. So, die beiden brennen da hinten. Und er wird nicht geheilt, weil er hinten steht. Hat nur noch 48 Punkte. Schenkelcluster. Die beiden aber bluten. Das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Er hat noch eine Runde verbotene Munition. Jetzt hierhin, mit ein bisschen Glück, bekommt er da vorne auch noch den Blutungsschaden. Aber der hier unten, das ist der mit den wenigsten Trefferpunkten, wenn wir den voll jetzt erwischen würden. Also von den 5 bluten 3. Das ist schon mal gut. Und es sind die 3 mit den wenigsten Trefferpunkten, also mit den wenigsten Starttrefferpunkten, die bluten. Das ist auch gut. Dann sind die schnell raus. Wenn wir die 3 um die Ecke bringen, dann hat der Feind danach 3 Aktivierungspunkte weniger pro Runde. Das ist echt hilfreich. Aber Kajimiesh, mit dem müssen wir echt was machen. Wir könnten ihn noch heilen. Oder wenn wir spekulieren drauf, dass wir ihn hier ausgeschaltet bekommen und ihn vielleicht auch hier. Der hier steht in Reihe 3, der steht in Reihe 2. Haben wir einen Angriff? Sie hat ja auch noch die Blutungschance. Kann sie 2 auf einmal treffen? Nein!
Die kann auch die Blutung machen. Nimm Zweiergebiet und massiv Schaden durchführen. 3 Munition. Das ist ja super cool. Riesenhohe Trefferwahrscheinlichkeit. Und wenn wir Glück haben, schalten wir den zweiten sogar aus. Ja, kritischer Treffer. Unsere Sanitäterin, oder? Und wir sind dran. Der Feind kann noch einmal schießen. Boah. Ein Rundenwechsel, zweite Runde. Mann. Ja, andauernd schwierige Entscheidung, Osning. Liebe Grüße, 340 Zuschauer, ihr seid bei Warsaw. Wachschaum. Polnisches Rundentaktik-Rollenspiel, frisch erschienen vor 3 Tagen. Spielt zur Zeit des Wachschauer Aufstandes 44. Was können wir jetzt machen? Also, die beiden, 2 Trefferpunkte nur noch. Wenn wir den hier ausschalten, dann haben die einen, verlieren die noch für die laufende Runde eine Aktivierung. Das müsste möglich sein. Und der Hund steht hier. Wenn wir ihn hier nehmen und ihn jetzt agieren lassen mit Niedermähen und die 3 erwischen, die beiden erwischen, dann müssten Präzision ist aber ganz gering. Ganz geringe Präzision. Das wird nicht klappen. Sie hat aber immer noch die Fähigkeit, Blutung zuzuweisen. Schutzengel nochmal. Er hat nur 2. Er wäre dann futsch. Und sie trifft auf jeden Fall. Wahrscheinlich trifft sie sogar. Hier hat sie eine Grundpräzision von 99. Hier von 94. Hier verbraucht sie 2 Munition, da 3. Nee, komm. Das ist ja am falschen Ende gespart. Nicht wegen einer Kugel. Unterschied. 2 Gegner weg. Der Hund bleibt übrig, der Schäfer und der Hundeführer. Er befiehlt ihm töten. Das heißt, er boostet ihn und er hat dadurch hier die Fähigkeit bekommen, erhöhter Schaden. Das heißt, der Hundeführer ist eine Unterstützungseinheit für den Schäferhund. So, der Feind hat noch 2 Aktivierungen, wir haben 3. Ich würde schon gerne verhindern, dass er weiter absackt hier. Er hat hier es geblendet, deshalb trifft er eh kaum noch. Und er verbrennt die ganze Zeit. Vielleicht sollten wir mal... Alle anderen sind kaum getroffen, vielleicht sollten wir doch einmal eine Heilung einsetzen mit ihr. Was wären die Alternativen? Können wir den Schäferhund ausschalten? Er hat nur 11 Trefferpunkte, dann würden die eine Aktivierung verlieren. Eine weitere. Das sollte doch realistisch sein. Ihn haben wir noch nie eingesetzt bislang. Er hat den Einzelschuss, aber der steht in 2. Der steht in der Reihe 2. Das sind nur solche in den Reihen 1 und 2, die übrig bleiben. Der Einzelschuss gilt für Reihe 3 und 4. Ziel erfasst, das klappt. Ja, und das kriegen wir hin. Aber 45% nur Präzision. Warum ist die so gering? Vielleicht ist seine Präzision ins... Ah, schaut mal, der Schäferhund. Präzision 80% steht da. Vielleicht ist das auch ein Abwehrwert, Ausweichenwert, 25%. Der hat einen sehr hohen Ausweichenwert. Da muss das mit zusammenhängen. Ganz unten rechts steht das. Das können wir machen. Die beiden auf einmal erwischen, ja. Oh ja. Kostet 2 Ausdauer. Das machen wir. Da waren es nur noch 2. Entschuldigt bitte, ich verschiebe meine Kamera nochmal. Ich muss die mehrfach hin und her schieben. Das ist immer anders. Ich hoffe, es hilft euch so. So, jetzt sind wir wieder dran. 2 bleiben übrig. 75 Trefferpunkte. 33, den kriegen wir eher. Wir müssen, sollten mal beginnen zu heilen. Oder wir kriegen ihn sofort klein. Wir haben noch 2 Aktionen, die wir durchführen können. Das können wir nutzen. Er hat einen Ausdauerpunkt, 2. Marian hat noch die vollen 3. Beide bluten nicht. Damit kann er Blutungen verursachen. Mit relativ wenig Munition, nur 7 Kleinkaliber. Mit hoher Präzision und er wird den Feind in die Reihe schieben.
Das ist aber nicht unser... Moment, in eine andere Reihe oder in eine andere Linie? In eine andere Reihe schieben. Also eins nach hinten. Ich will ihn nicht in eine andere Linie haben. Nee, das ist eigentlich egal. Das ist ja unsere Deckung hier. Also das könnten wir machen mit Schildbrechen. Pardon, mit der Blutung. Hohe Präzision. Könnten wir machen. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Was könnte sie? Sie hätte auch noch zwei Aktionspunkte. Damit kann sie gar nichts. Niemanden mehr erwischen. Die stehen zu weit vorne. Die stehen auch zu weit vorne. Sie kann nur Reihe 3 und 4 anvisieren. Sie kann erste Hilfe leisten. Das war's schon. Er hat noch einen Aktionspunkt. Einzelschuss. Er kann auch nur... Oh, wir haben kaum noch Leute, die die ersten beiden Reihen treffen können. Ziel erfasst. Damit kann er aufgehen. Auftreten. Das ist ganz geringe Präzision nur. Wir haben kaum Alternativen. Was können wir mit Kasimisch machen? Kasimiesch machen, entschuldigt bitte. Unterdrückung. Ja, das hilft uns aber auch nicht weiter. Die 47 Trefferpunkte, Mann. 62% Präzision. 58. Ich glaube, das Beste war wirklich das hier. Da ist die Trefferwahrscheinlichkeit wenigstens sehr hoch. Ah, Übersetzungsfehler, habt ihr gesehen? Er ist doch in eine andere Reihe gewechselt und nicht in eine andere Linie. Er ist hier runter gewechselt. Das ist für uns jetzt nicht schlimm, aber das ist also, das sind eigentlich die Reihen. So wurde es bislang übersetzt, so habe ich das immer mitbekommen, ja. Und er ist in eine andere Linie gewechselt, blöd. Ist aber nicht wirklich schlimm, wir haben nur eine Aktion übrig. Und wir sollten gleich auch, weil wir mehr Einheiten haben als der Feind, nach dem Rundenwechsel als erster ziehen können. 24 Punkte hier, dann noch 75. Blut hat er nicht. Wir setzen hier einfach mit Flankierung nochmal nach. Hier könnten wir sogar vielleicht zwei hintereinander erwischen, nämlich die beiden. In dem Gebiet hier. Nee, das ist nur hinten. Ja, nein, das ist nur hinten. Hinten, nein. Wir haben keine, die beiden hintereinander erreicht. Der kann die beiden hintereinander erreichen. Das kann man machen. Geringe Trefferwahrscheinlichkeit, sehr gering. Hier ist die Trefferwahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Das machen wir. Ansturm. Ja, noch ein Feind weg. Einer bleibt übrig. Wir haben nur eine Aktion übrig und jetzt setze ich auf Heilung. Und wir machen erste Hilfe bei Kasimiesz. Oh, der Feind kann vor uns schießen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Weil ich kenne das so, wenn man mehr Einheiten hatte als der Feind, ist man selber als erster dran. Aber das hängt vielleicht damit zusammen, wie viele Einheiten man gestartet war in ein solches Gefecht. Und da hatten die ja eine mehr. Jedenfalls haben wir jetzt drei Aktionen, die wir durchführen können, bis wir ihn umgenietet haben. Das ist doch sehr positiv. Da sollten wir auf jeden Fall noch mehr in Heilung investieren. Er zieht eins vor wieder. Dann heilt er, falls er getroffen wird. Ich lasse mir Zeit. Wir haben sie. Und sie heilt bitte auch nochmal. Weil er ist, glaube ich, glaube nicht, dass er der beste Kämpfer ist. Er boostet den Schäferhund. Dann heilen wir nochmal bei ihm. Ich weiß, bevor es im Chat jetzt gleich nochmal gepostet wird, dass es nicht übernommen wird ins Hauptquartier. Nochmal kurz zum Thema Hakenkreuze, weil das im Chat angesprochen wird. Das ist das vierte Spiel hier in Deutschland, das von der USK, von der Freiwilligen Selbstkontrolle, der Unterhaltungswirtschaft und der Spielewirtschaft und so weiter, eine Genehmigung bekommen hat, in Deutschland Hakenkreuz zu verwenden im Spielen. Das vierte nach Through the Darkest of Times, nach einem der Wolfenstein-Spiele, glaube ich, und irgendeinem vierten, das ich gerade vergessen habe. Und die Begründung ist halt immer die gleiche hier, nämlich die, dass man wirklich, dass die Spiele wirklich etwas, die Hakenkreuze nicht benutzen, nur als eine Unterhaltungs-,
Ja, also nicht als etwas, was so einen Kitzel reinbringt oder so, sondern das Spiel hat ja eine dezidiert antinationalsozialistische Botschaft auch. Eine antifaschistische, eine antitotalitäre Botschaft, wie man das nennen möchte. Es ist von polnischen Entwicklern, die aus der Sicht der Polen den eigenen polnischen Widerstand gegen die Nazizeit thematisieren, wenn die dann Hakenkreuz benutzen, um ihre eigene Geschichte des eigenen Widerstandes gegen die Nazis zu erzählen und das Spiel auch deutlich macht, auf welcher Seite man steht, gibt, dann ist das für mich persönlich eine sehr gut nachvollziehbare Entscheidung der USK und das finde ich eigentlich sehr vernünftig. Weil ansonsten würde man das ja dämonisieren, die Verwendung von Hakenkreuzen. Als ob die bloße Tatsache, dass ein Hakenkreuz irgendwo zu sehen ist, irgendwas ganz Schreckliches bewirken würde. Ich bin generell, finde ich es gut, dass man da vorsichtig und restriktiv mit umgeht und immer eine Einzelfallentscheidung macht und das nicht allen Leuten und allen Spieleentwicklern und Publishern erlaubt. Aber in diesem konkreten Fall kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ist meine Meinung. Wie immer, andere Meinung möglich. So, wir sind wieder drin, haben einen Aktivierungspunkt. Und wir heilen, glaube ich, wir könnten nochmal ausheilen, den kriegen wir eh in dieser Runde nicht klein. Und wir heilen nochmal mit bei Kazimierz. Nächste Runde. Jetzt müsste der Feind wieder vor uns schießen. Nein, komisch. Jetzt sind wir vor dem Feind dran. Sehr seltsam. Also, ich würde sagen, der hat relativ viele Trefferpunkte. Wir benutzen etwas, was ihn auf Dauer Schaden bringt. Zum Beispiel, er hat einen Punkt, einen, drei, drei. Es ist wahrscheinlich, dass die, wer kann überhaupt noch bei ihm, er steht in der Reihe 2. Er kann noch, ja, er kann nur noch mit Einzelschuss geht ja gar nichts. Wir können also er kann feuern mit Ziel erfassen auf den Kollegen hier, aber mit geringer Trefferwahrscheinlichkeit. Sie kann feuern. Sie kann gar nicht mehr feuern auf ihn, er steht zu weit vorne. Er kann auf ihn feuern. Und er kann auf ihn feuern. Er hat aber nur einen Punkt. Das heißt, am wahrscheinlichsten werden wir Marian immer benutzen. Er könnte mit dem Versengen arbeiten. Das wäre, glaube ich, das Plausibelste. Wenn wir das sofort machen, dann verbrennt er 150% Wahrscheinlichkeit, dass das klappt. Einen Ausdauerpunkt machen wir. Und er trifft ihn ja auf jeden Fall. Sehr schön. Klasse. Kritischer Treffer hat er gerade ausgeteilt, oder? 51 und verbrennen läuft weiterhin über Zeit. Also ich würde jetzt gerne ein bisschen Munition sparen. Ja, 33 bleibt übrig. Wir haben noch zwei Möglichkeiten. Er hat noch einen Aktionspunkt. Es ist nur eine kleine. Wir sparen echt unfassbar viel. Und es sollte auch eigentlich... Nee, das war Ziel erfasst. Ziel sind 5. Aber es ist 5 Großkaliber. Also schwere Munition ungern. Die ist so selten und so teuer. Hat eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit und verbraucht ja klasse und schaut mal, er hat sogar 2 negative Statuseffekte, hat Unterdrückung, das gilt leider, das hätten wir sofort machen müssen, an hatte ich nicht gedacht. Das behalten wir uns für die nächste Runde vor und jetzt bitte noch einmal heilen. No, er hat nur noch 9 Punkte und wir können jetzt kämpfen. Und dann müssten wir ihn mit einem gezielten Schuss auch treffen können. Das sollte er eigentlich schaffen hier, oder?
Das haben wir geschafft. Sehr schön. So, wir... ich wollte eigentlich um 12 aufhören. Wir machen noch einen Block. Einen Block, das war eine überlange Folge. Es verschwinden schon ein paar Leute ins Bettchen, was ich verstehen kann. Wir haben nach Mitternacht. Ich kündige jetzt schon an, das hatte ich vorher nicht angekündigt. Wir machen auf jeden Fall noch einen Stream und setzen die Partie fort. Das wird der Fall sein am nächsten Samstag. Also genau in einer Woche. Und dann werden wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Gast haben, nämlich einen anderen Entwickler eines anderen Spieles, mit dem ich hier im Vorfeld drüber geredet habe, nämlich den Jörg Friedrich. Der arbeitet bei Pent Bucket Games in Berlin und ist da der, einer der beiden Gründer des Studios, und der entwickelt Through the Darkest of Times. Das ist ein anderes dieser vier Spiele, die bislang in Deutschland die Freigabe bekommen haben, Hakenkreuze verwenden zu können in Spielen. Dessen Spiel wird erst zum Jahreswechsel ungefähr erscheinen. Da gibt es schon mehrere Videos bei mir auf dem Kanal. Ich habe ihn auf der Gamescom kennengelernt, mit ihm gestreamt, und es gibt ja schon einige Videos von mir zu dem Spiel. Und er hat ein ähnliches Problem bei dieser Art von Spielen. Auch er macht mit seiner kleinen Firma zusammen, entwickelt er ein Spiel, das in der Nazizeit spielt und wo es ebenfalls um den Widerstand geht gegen die Nazis, nur da halt um den Widerstand in Deutschland, den deutschen Widerstand. Man führt die Geschicke einer deutschen Widerstandsgruppe an. Und viele der Fragestellungen, die sich die Entwickler hier gestellt haben, die hat er sich auch gestellt und stellt sich selber noch im Laufe seiner eigenen Arbeit, und hat selber ein Rieseninteresse an dem Spiel und kann die Entwickler eventuell auch demnächst mal treffen in anderthalb Wochen. Ihm bietet sich da vielleicht eine Möglichkeit, und wir haben darüber gesprochen, der wird wahrscheinlich dann beim nächsten Stream dabei sein, als Co-Gastgeber, als Co-Kommentator, Co-Moderator bei unserem Stream in einer Woche am Samstag. Dann werden wir zusammen mit euch das Spiel weiterzocken, und ihr könnt auch mit ihm, als jemand, der auch so eine Metaebene über Spiel hat, vielleicht noch ein bisschen besser über das Spiel und über solche Probleme bei der Entwicklung diskutieren als mit mir. Das ist am nächsten Samstag. Ich stoppe nochmal einmal das Video und dann machen wir nochmal einen letzten Block. Okay?